Was diese Maskerade heute in diesem Video zu suchen hat oder welche Rolle das für unser Leben spielt, neben der Faschingszeit, erkläre ich dir und erzähle ich dir gleich. Bleib dran. Die Zorro-Lady verabschiedet sich nun. Auch das Cape, was entsprechend für Zorro ja steht. Zorro, der Rächer der Armen. Ja, oftmals wäre es schon richtig gut, wenn tatsächlich noch eine gewisse Gerechtigkeit existieren würde und gerade wir im Grunde genommen auf uns achten. Aber da gibt es bestimmte Hacker, die auch entsprechend die kleinen Leute hier um das Bargeld bringen oder das Leben schwer machen. Schade darum. Das heißt also, Gewalt hat viele Gesichter. Und schau genau. Ein Beispiel möchte ich ganz akkurat hier noch einmal erwähnen. Das heißt, meine Kleine war in der Schule oder ist in der Schule und dann heißt es stets aufs Neue, wenn du das nicht mit mir spielst, bist du nicht mehr meine Freundin. Ich frage hier in die Runde hinein, ist das denn nicht schon eine Nötigung? Eigentlich nach Paragraph 240 StGB? Unter Kindern sieht man das natürlich wiederum nicht so. Und jetzt kommt die eigene Einstellung dazu. Ich würde ganz deutlich inständig darum bitten, wenn man weiß, dass das eigene Kind, sofern es es zählt, solche Spielchen praktisch spielt und sagt, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht mehr meine Freundin, sollte vielleicht die Hab-Acht-Stellung eintreten. Denn unter anderem ist es so, dass damit praktisch der andere auch dazu gezwungen wird, schon von klein auf, wenn es immer häufiger eben zum Vorschein kommt und Kinder können wirklich gemein sein, dann erzieht man das Kind auch entsprechend so, dass man immer nach den anderen laufen muss, spielen muss, weil sonst verliere ich meine Freundin. Und wohlgemerkt, rein evolutionsbiologisch, rein auch vom Stresslevel her, ist es so, dass man sich entsprechend der Situationen anpasst, denn wir wollen alles, nur eins nicht, unser Rudel verlieren, denn unser Rudel ist unsere Überlebensstrategie. So, und wenn wir praktisch Kinder eben schon haben, die andere Kinder daraufhin schon trainieren, ist die Frage, ob tatsächlich das Kind sich dann frei entwickeln kann, auch selbstbestimmt und selbstsicher entsprechend auftritt, weil es eben auch Angst hat, seinen Rudel zu verlieren, beziehungsweise seine Freundin. Meine Einer wird ja hier nicht nur reden, sondern meine Einer setzt dieses ja auch um. Grundsätzlich rede ich mit meinen Kids stets darüber, dass so eine Verhaltensmaßnahme, wenn sie mir so eine Situation erzählen, nicht in Ordnung ist. Wir können andere Menschen nicht ändern, aber wir können entsprechend unsere Kinder darauf hinweisen, dass dies keine nette Verhaltensweise ist und entsprechend auch massive Wirkungen auf das andere Kind haben kann. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, aber dann für spätere Leben. Die liebe Gabriele Rist macht ja auch die Thematik mit Trauma und Traumata. Und auch hier ist es immer wieder bestätigt, dass Traumas oder Traumata schon in der Kindheit auch gelegt werden. Jetzt ist es nicht nur so, dass wir Eltern unseren Kindern diese Traumata eben verabreichen, aufdrücken, prägen, wie auch immer, sondern es ist grundsätzlich auch die Gesellschaft. Da ist es dann auch schon die Frage, wie gesagt, ist denn alles so richtig, was wir denn tun? Denn das nächste unter Kindern beispielsweise, meine Kleine malt sehr gerne. Dem einen gefällt's, so ist die Kunst. Dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Ist es denn wirklich so, dass man selbst das Recht hat, und jetzt entschuldigt bitte die wehkralle Ausdrucksweise, doch so wird sie auch verwendet und wir wollen hier auch Tacheles reden. Wenn jetzt zum Beispiel dieses Bild in der Schule gemalt wird und es heißt auf einmal, Mann, das schaut scheiße aus, wie wirkt das auf das Kind? Meine hat zum Beispiel jetzt auch die Erfahrung gemacht, tatsächlich überraschenderweise, und da wäre ich wirklich überrascht, dass zum Beispiel auch schon in der ersten Klasse Referate gehalten wird. Meine Kleine hat mit voller Inbrunst, Herzblut ein wunderbares, schönes Plakat
erstellt in Zusammenarbeit, Co-Work-Arbeit mit meiner Mutter, also mit der Oma. So war der Stolz natürlich erst recht vorhanden. So, und dann bringt man es schon einen Tag, das ist ein Fehler, vielleicht sollte man das nicht tun, einen Tag vor der Schule, oder man sollte es doch tun, weil man da noch einwirken kann, das Plakat mit in die Schule und dann heißt es auf einmal, weil man es voller Stolz schon zeigt, das ist für morgen, und dann heißt es, es schaut scheiße aus. Meine Kleine war total demotiviert. Panik, kam nach Hause, hat alles in der Schule auch liegen lassen an Vorbereitungsmaterialien, die sie noch gebraucht hätte zum Durchlesen. Jetzt war es so, dass sie tatsächlich nach Hause gekommen ist und gesagt hat, Mama, sagt der Lehrerin, ich mache kein Referat. Sag es bitte ab. Meine Mutter schon darauf hingearbeitet, okay? Man darf ja auch nicht immer drangsalieren. Doch, was habe ich dann gemacht? Ich habe gefragt, hast du die Vorbereitungsmappe auch noch mit dabei? Nein, die habe ich vergessen. Hat sie wohl mit Absicht vergessen. Jedenfalls wieder die nächste Variante mit herangezogen. Okay, wenn du es vergessen hast, was haben wir denn? Wir haben diesen Bildatlas, denn es ging um einen Kontinent zum Vorstellen, um ein Land. Und dann haben wir das Ganze praktisch mit durchgearbeitet. Und dann habe ich nochmal dieses Buch aufgeschlagen und da hat sie geguckt und hat gesagt, ah, da gibt es sogar Klammeraffen. So, und in dem Sinne, dass ich jetzt sage, Klammeraffen, also da gibt es Affen. Nein, das ist ein Klammeraffe. Also, bing, Idee war, ich gebe ihr diesen unseren Affen mit. Tatsächlich habe ich das mit ihr durchgespielt und dann hat sie diesen Klammeraffen praktisch auf ihren Arm raufgetan. Und dann haben wir das so eintrainiert, so von wegen, und es gibt Klammeraffen. So, und daran hatte sie wieder so viel Spaß daran, dass sie dann auch anschließend sagte, na Mama, so schwer ist das ja gar nicht. Ich sagte, nein, das ist gar nicht schwer. Also es liegt an dir, zwingend tue ich dich nicht, aber das wäre bestimmt eine ganz feine Sache, wenn du unseren Nils praktisch mitnimmst und hier den Klammeraffen herzeigst. Tatsächlich am nächsten Tag hatte sie es durchgezogen, aber nur mit einer Aussage, nur mit einem Wort, boah, das schaut scheiße aus, wollte sie praktisch das nicht mehr durchziehen, obwohl sie es gekonnt hätte. Wir dürfen überlegen, welche Wirkung wir haben schon allein mit unserer Ausdrucksweise, aber das ist uns allen bewusst. Aber nicht nur in diesem einen Kontext, in dieser einen Situation, sondern was hat es für eine Auswirkung aufs Leben? Hätte jetzt meine Kleine praktisch das nicht durchgezogen, hätte sie etwas anderes abgespeichert von wegen, ich bin schlecht und keiner mag mich und ich mache nichts richtig, ich mache nichts fein. Indem, dass ich auch in Absprache, und da ist meine Lehrerin von der Kleinen wirklich bombastisch, großes Lob, denn ich konnte mit ihr darüber sprechen und eben auch darauf hinweisen, dass die Kleine es nicht machen möchte, aber vielleicht kann sie ja auch noch etwas beisteuern. Und tatsächlich war dann anschließend praktisch nach diesem Referat der Applaus groß, die Freude hoch, das Plakat hängt voller Stolz im Klassenzimmer. Und was hat das wiederum für eine Wirkung? Ja, wohl eine ganz andere, bestärkende für die Zukunft, für das Leben. Mit Sicherheit wird es noch andere Situationen im Leben geben. Doch wir sollten uns langsam an der Nase fassen und vielleicht genauso wie Zorro, wo wir uns eigentlich wünschen, dass ein großer Ritter, ein Held eben kommt und uns aus diesen Bredouillen herausbringt, wie uns das Leben momentan alles bringt und unser Leben verändert. Wir sind dafür da, dass wir selbst unser Leben praktisch zum Positiven verändern. Aber da muss es uns auch erst einmal richtig bewusst sein. Ich wiederhole, Gewalt hat viele Gesichter. Schau genau. Das heißt, es können kleine Kinder sein. Es kann aber auch eben das sogenannte starre Blick sein. Was hat es für eine Wirkung, wenn beispielhaft ein Mann, eine Frau die ganze Zeit gegenüber ihr sitzend sie anstarrt und sie fast schon mit den Augen auszieht? Was für ein beklemmendes Gefühl ist das? Das heißt, die Frau fühlt sich auch nicht mehr wohl. Sie schaut vielleicht verlegen auf den Boden, ist sich unsicher, ist beschämt, weiß sich vielleicht nicht gerade anders zu helfen und sie ändert ihr Leben, ihre Handlung. Denn sie steht in dem Moment vielleicht auf, zahlt
und geht und bleibt jetzt nicht an ihrem einzigen freien Tag vielleicht in diesem Café sitzen, um das Leben, den Tag, den Kaffee, den Kuchen zu genießen. Hatten wir ja an und für sich schon ewig lang eine Abstinenz in diesem Bezug. Genauso ist es dann auch praktisch in sogenannten Saunen. Da ist es ja auch ganz häufig dann auch so. Wir wirken und wir handeln, ohne meistens darüber nachzudenken. Das hat nämlich eine entsprechende Wirkung. Wird die Frau dann entsprechend wieder selbstsicher in dieses Café gehen oder gerne in dieses Café gehen, was vorher vielleicht ihr Lieblingscafé war? Geht die Dame oder die Frau dann gerne noch in die Sauna, wenn es genau solche starrende Blicke und dann eine Anmache erfolgt? Man zerstört damit unter anderem auch Leben. So, was können wir noch weiter auch mit feststellen? Aussprüche so von wegen in einer Gesellschaft, wir stehen da unter Freunden, dann kommt der Kumpel oder sogar der eigene Mann und sagt, hey, die Bianca ist sogar jetzt intelligent geworden. Ja, wieso? Sie hat ein Buch gelesen und alle Leute lachen und grölen. Klar, man ist Nummer 1, the show must go on. Man steht im Mittelpunkt, man hat die Lacher praktisch auf seiner Seite. Doch was passiert mit der Frau, was passiert mit mir, dass ich jetzt so vor der Masse bloßgestellt worden bin? Die Frage. Es gibt noch einige andere Situationen, doch das Hauptanliegen ist da in diesem Film noch einmal die inständige Bitte. Nicht nur, dass wir selbst praktisch etwas Negatives erfahren, sollten wir uns selbst auch einmal reflektieren und uns darüber Gedanken machen, was wir mit unseren Aussagen, unseren Handlungen praktisch, ob sehen oder gehen, wie auch immer, auf die anderen haben. Das nächste ist auch zudem, es gibt Situationen, da wo du dann tatsächlich einen bestimmten Schalter umlegen musst oder auch eine entsprechende Rolle einnehmen musst. Eine Rolle, wie in diesem kurzen Film dargestellt. Oh, Helen, was für ein Blickfang. Nicht schlecht, Hirsch. Oh, sieht aus wie ein Hauptgewinn. In dieser Situation sehen wir, wie eine Frau praktisch mit ihrem Mann auf eine Party geht und kommt. Und dann erkennt sie einen Mann. Einen Mann von der Geschichte her, der damals eine bestimmte Völkergruppe zum Beispiel verfolgt hat. Und entsprechend ermordet. Um diese Sequenz geht es jetzt nicht, sondern es geht um die Handlungsweise und die Reaktionsweise der Frau. Wie ihr seht, ist die Frau voll in Panik und schreit, ruf die Polizei und die Maske des Mannes fällt runter. Seine Identität ist aufgeflogen, beziehungsweise seine verdeckte Rolle, die er eingenommen hat, ist aufgeflogen. Zum eigenen Schutz entsprechend muss er natürlich auch sämtliche Zeugen praktisch eliminieren, damit er seine Rolle noch weiter wahren kann. In diesem Sinne ist es sehr, sehr wichtig und von Vorteil, wenn ihr in eine gestresste Situation kommt, wo viele andere praktisch mit anwesend sind, müsst auch ihr einen Schalter umlegen. Ihr müsst eine neue Maske aufsetzen. In dem Sinne, dass ihr jetzt eine Rolle einnimmt, da wo ihr praktisch hier völlig cool und relaxed seid und ein Spiel spielt. Ein Spiel in diesem Sinne nicht, das negativ ist, sondern oder gegen andere gerichtet ist, sondern tatsächlich ein Spiel der Coolness. Das heißt, ihr braucht diesen Schalter, um anders handeln zu können. Was hätte die Frau jetzt hier machen können? Sie hätte ganz einfach in diesem Sinne diese Rolle der netten, freundlichen Hausfrau weiterspielen können, hätte sich zusammenreißen müssen, sie wollte ja nicht mit diesem Menschen zusammen sein, dann hätte sie vorspielen können, ihr ist schlecht, sie muss gehen. Dann wäre der Mann zum Beispiel mit der Frau wieder gegangen. Und alle hätten überlebt. In dem Sinne, dass sie aber jetzt hier voller Reaktion in Panik geraten ist und dieses nach außen gezeigt hat, ist eben die andere Situation eingetreten, dass sie nicht nur sich selbst gefährdet hat, sondern eben auch alle Anwesenden und Beteiligten vor Ort.
Kenne deinen Schalter, wisse deinen Schalter. Wenn also solche Situationen sind, die dich praktisch belasten, wie jetzt zum Beispiel der starrende Blick, wie jetzt zum Beispiel eine Aussage, naja, wenn sie jetzt noch ein wenig netter wären und entgegenkommender wären in der Arbeitsstelle, könnte ich etwas mehr für sie machen mit einem schönen Schulterumleger und engem Andrücken oder der Hand auf den Oberschenkel oder die Hand in den Nacken, sodass es tatsächlich ein Annäherungsversuch ist. Entsprechende Strategien zurechtzulegen. Das heißt, was kann man denn machen? Zuallererst solltest du im ersten Schritt genau deinen Wert kennen. Was bist du dir wert? Und dazu auch zu stehen. Entsprechende Situationen zum Beispiel auch sagen, entschuldigen Sie bitte, dieser Blick, der zieht mich noch mehr aus, als wie ich schon nackt in der Sauna sitze. Könnten Sie das bitte sein lassen? Denn ich fühle mich ein wenig beschämt. Oder, das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit mit Ihrem Augenblick schenken. Doch das geht mir ein bisschen zu nah, ein bisschen zu nah in die Intimsphäre, Privatsphäre. Könnten Sie sich eventuell ein freundlicheres, ein netteres Objekt, zum Beispiel die Natur, aussuchen als mich persönlich? Dankeschön. Sind ein paar Varianten dahingehend und da gibt es noch ganz, ganz viele. Es ist natürlich alles entsprechend im Gesamtkontext situationsspezifisch auszuwählen. Denn ich kann bestimmte Aussagen zum Beispiel nicht gegenüber meinem Chef in dieser Situation äußern, die ich vielleicht draußen verwenden würde. Von daher sollte es sich genau überlegt werden, ob ich jetzt hier so einen flapsigen, humorvollen Konter gegenüber meinem Chef wiederbringe oder nicht. Allerdings tatsächlich diese Strategien noch einmal, der erste Schritt, wird dir deines Wertes bewusst und sag auch glasklar, eindeutig, welche Maßnahme eben nicht gefällt und dass der andere vielleicht davon ablassen sollte. Klar und eindeutig. So, und wenn das eben nicht geht, wegen Streetwise, okay, bestimmten Menschengruppen ranken, kann man entsprechend nicht diese Eindeutigkeit geben, weil jetzt hier auch wieder eine Gruppendynamik herrscht und du darfst nie das Alpha-Tier vor der Gruppe entblößen oder bloßstellen, okay? Das heißt also entsprechend da wieder vielleicht sogar den Blick senken und dann gehen, aber wisse, warum dass du es machst. So, und dann, wie gesagt, noch einmal zum letzten Abschluss schließenden Satz. Bitte, bitte schau darauf, wie die Kinder selbst miteinander unter den Kindern umgeht. Für uns mag es objektiv nichts Schlimmes sein. Das gehört zum Kindsein mit dazu. Haben wir selbst erlebt. Doch wie oft kommen Zweifel bei uns selbst? Die Eltern bestärken, manchmal vielleicht sogar zu viel, was vom Lob her wäre, aber oft genug geht ja auch gar nicht. Es ist so ein Widerspruch, es ist ein anderes Video. Aber das heißt, hier, welche Wirkung hat es aber trotzdem, wenn jemand zum Beispiel die ganze Zeit immer wieder sagt, deine Arbeiten sind schlecht. Das kratzt an unserem Selbstbewusstsein. Und dann ist die Frage, warum lassen wir es auch im Erwachsenenleben zu, dass uns andere Menschen niedermachen können mit ihrer Meinung? Selbst auch wieder erlebt und nicht nur einmal, sondern das passiert sogar sehr häufig, ja, so von wegen, hey Bianca, so etwas habe ich noch nicht gesehen, sowas gibt's doch gar nicht. Na klar gibt's es noch nicht, weil ich die Idee dazu hatte, ja, ist überhaupt erst zu entwerfen. Ja, wo sind denn die ganzen Genies hier? Die hatten ja vor Jahrhunderten schon Ideen, ja, die noch gar nicht auf der Welt waren und nach 100 Jahren sind sie dann berühmt geworden. Naja, wenn das bei mir jetzt der Fall wäre, hätte ich jetzt im Grunde genommen nichts, aber vielleicht dann meine Kinder. Aber was ich damit ganz konkret sagen möchte, durch solche Aussagen, ja, sowas gibt's doch nicht, ja. Nur weil es in deinem eigenen Wertesystem, Weltsystem nicht gibt, heißt es noch lange nicht, dass die neue Idee dazu nicht korrekt oder richtig wäre oder sogar richtig gut, wenn man es ausprobiert oder wenn man es noch weiter ausformuliert oder weiter ausarbeitet. Und auch hier geschieht es, dass mit solchen Aussagen
das Denken anfängt, naja, vielleicht hat er ja recht. Der hat mehr Kenntnisse, der kennt sich besser aus, ist besser in der Materie, hat einen besseren Namen, hat einen besseren Ruf, hat eine bessere Ausbildung wie ich, ist vielleicht Professor, ja, hat einen akademischen Grade, anders als wie ich, mit einem Master, okay, ist eben entsprechend höher. Vielleicht hat er ja dann doch recht. Und mit diesen ersten Zweifeln kann es ja im Grunde genommen sein, dass man komplett gänzlich praktisch von seiner Idee ablässt. Und wenn man mit seiner Idee dann plötzlich nicht mehr weiterarbeitet und sie in eine Schublade steckt, kann es zum Beispiel auch sein, ein paar Jahre später, dass der andere genau diese Idee, die du hattest, eben für sich verwendet. Obwohl es dein erster Gedankengut war, du aber davon abgelassen hast, gibst du den anderen damit die Chancen, dieses aufzugreifen und vielleicht die Arbeit weiter fortzuführen und es auszuarbeiten. Also lasst euch nicht von euren Vorhaben an und für sich immer durch eine Aussage abbringen. Zweifelt weniger an euch. Das ist schon mal der dritte Schritt. Also zweifelt weniger an euch. Und arbeitet auch daran, dass wir selbst darauf achten, wie wir mit anderen Menschen sprechen oder was wir bei den anderen Menschen mit unserer einzigen Aussage zum Beispiel bewirken. Kritik ist gut, konstruktive Kritik noch besser. Aber nur einfach nur sagen, sowas gibt's gar nicht, ist nicht unbedingt konstruktiv. Ja, sondern man kann zum Beispiel auch sagen, hey, das ist ja etwas völlig Neues, hat eine neue Dimension, das habe ich ja noch nie gehört, hört sich aber gut an mit dieser passenden Erklärung mit dazu, arbeitet es noch weiter aus. Hat eine ganz andere Wirkung, als wie zu sagen, kenne ich nicht, kann es also nicht geben, ist also nicht gut. Achte auf dich, achte auch darauf, wie sich dein Kind gegenüber anderen Kindern verhält. Ich mache es mit meinen so, wo ich sage, hey, so nicht, das gehört sich nicht, das macht man nicht so. Und dieses Spielchen, wenn eine Freundin, dann eine Freundin für eine längere Zeit, als wie abhängig nur von einem Spiel. Vielleicht etwas, was du mitnehmen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, geniale und besonders sichere Zeit. Deine Bianca.